Heute war die Bundeskanzlerin bei uns bei Knauer zu Besuch. Das war eine wirklich spannende Sache für uns, einen solch hohen Besuch hier bei uns zu haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und sind sehr glücklich darüber. Die Bundeskanzlerin hat sich für unsere Produkte sehr interessiert, auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie ist hier durch das Haus gegangen, hat eine Besichtigung der Gerätemontage gemacht und auch des Qualitätsbereiches im Labor. Und sie hat sich sehr interessiert für Mitarbeiter, hat sie gefragt, was sie für eine Ausbildung gemacht haben, hat sie auch nach ihrem Werdegang gefragt. Und dieses Interesse ist sehr angenehm auch rübergekommen. Da kann man sehen, dass dann so ein Produkt doch wichtig ist als ein Teil, um eben in großem Maßstab Impfstoffe produzieren zu können. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlich beglückwünschen. Das ist toll, dass das hier gelungen ist und hat auch sehr viel Kraft, Elan und Kreativität gefordert, wie ich mir habe erzählen lassen. Und die Firma Knauer ist aber das, was sozusagen die Juwelen des deutschen Mittelstandes sind, der kleinen und mittleren Unternehmen. Also wir hatten einen sehr positiven Eindruck von Ihrem Besuch. Also es war interessant, dass die Bundeskanzlerin auch wirklich sehr tief im Thema drinsteckt. Sicherlich auch durch die Besuche von BioNTech davor. Also sie wusste wirklich Bescheid, was wir dort machen, wie wir das machen. Und ich denke, als Physikerin konnte sie sich da natürlich auch sehr, sehr schnell einarbeiten. Also ich denke, dass uns diese erhöhte Aufmerksamkeit wirklich dazu hilft, weitere Kunden weltweit gewinnen zu können, die dann eben auch an neuen, auch an Impfstoffen nicht gegen Covid-19 arbeiten, die der Welt weiterhelfen. Ich hatte es mir immer heimlich gewünscht, meinen Besuch von Frau Merkel. Aber das war für mich so weit weg und nun ist es passiert und ich kann mich noch gar nicht so richtig beruhigen vor Freude. Das war was sehr Schönes, quasi ein Geburtstagsgeschenk für mich. Ich habe nämlich am Sonntag Geburtstag. Wir sehen uns jetzt gleich.